Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal Detlef Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Und diesmal bin ich in einem Opernhaus, das ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne, nämlich im Kieler Opernhaus. Ich habe hier in Kiel studiert, ich habe hier dann nochmal als Kulturredakteur gearbeitet und ich habe hier unzählige Opernvorstellungen gesehen. Aber unter den unzähligen Opernvorstellungen, die ich hier und auch anderswo gesehen habe, war noch keine einzige Vorstellung von Tschaikowskis Jolanta. Das liegt nicht daran, dass ich die Oper nicht mag, sondern schlicht und einfach daran, dass sie sehr selten gespielt wird. Und dass sie sehr selten gespielt wird, das mag wiederum mit der besonderen dramatischen und inhaltlichen Verfassung dieses Werks zu tun haben. Denn auf den ersten Blick ist in dieser Oper, Sie hören Beifall, das ist diesmal nicht die Premierenfeier, sondern eine Nachveranstaltung mit einigen Beteiligten der Produktion. Ja, warum diese Oper so selten gespielt wird, hat mit ihrer Verfassung zu tun, denn in dieser Oper ist auch für Tschaikowskis Verhältnisse außerordentlich wenig los. Man kann das ganz knapp zusammenfassen. Ein Ritter findet eine schlafende Schöne in einem verwunschenen Garten. Sie erwacht, sie erkennen sich, sie lieben sich und sie kriegen sich. Und alle sind glücklich und der Vorhang fällt. Ich gebe zu, es gibt noch ein paar komplizierende Momente. Die Schöne ist nämlich blind und muss erst noch geheilt werden. Sie ist eigentlich einem anderen versprochen und muss ihm noch ausgespannt werden. Aber weil in dieser Oper lauter gute Menschen unterwegs sind, die für alle nur das Beste wollen, ist das alles überhaupt kein Problem. So der Anschein auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, muss man zugeben, dass hinter der Oper vielleicht ein bisschen mehr steckt. Was genau, weiß man allerdings auch nicht so richtig, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Es ist schon so, dass diese Blindheit, das ist eine Metapher. Diese Königstochter ist blind, man erfährt nicht warum. Und deswegen muss sich ihr Vater, der König, verstecken, damit ihr Verlobter Robert dieses kleine Defizit nicht bemerkt. Und deswegen lebt diese Königstochter in einer unglaublich verlogenen Welt, wo man ihr auch verbirgt, dass sie blind ist. Und das führt so zu einer Situation, also gerade diese Zaubergarten-Idylle, wo sie da lebt, das ist eine falsche Idylle. Und das merkt man an vielen Details. Und es geht schon darum, für sie sehen zu werden, die falsche Idylle hinter sich zu bringen. Und weil wir in der Oper sind, muss dazu natürlich ein feuriger Geliebter her. Und das wäre so der tiefere Sinn der Oper. Hinter dieser Blindheit kann man, wenn man will, durchaus einen, ja, wenn man so will, psychoanalytischen Tatbestand sehen. Denn es ist vielleicht auch eine Blindheit, die sie selber gewählt hat, weil sie von der Welt gar nicht so viel sehen will. So jedenfalls hat hier in Kiel der Regisseur Carlos Wagner diese Oper gedeutet und deswegen sehen wir hier eine zweistöckige Bühne. Unten ist ein Schlingpflanzengewirr, das undurchdringliche Unterbewusste. Und oben ist eine Bibliothek im edlen, ich würde sagen Empire-Stil, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Dämmerlicht, also 19. Jahrhundert, quasi zeitgenössisch zur Entstehungszeit zur Oper. Und in dieser Bibliothek finden wir auch eine Chaiselongue, wie gemacht für eine psychoanalytische Anamnese. Und genau durch so eine solche Anamnese wird dann auch die schöne Jolanta geheilt. Durch einen Arzt, der im Libretto eigentlich ein maurischer Arzt ist, der hier aber aussieht, als wäre er ein Wiener Seelendoktor des 19. Jahrhunderts. Also da oben wohnt Sigmund Freud, da unten sind die Schlingpflanzen. Allerdings ist das nur so eine Art, ja, so eine Art szenische Setzung. Sie wird eigentlich gar nicht richtig bespielt. Also die Handlung läuft dann doch unabhängig von diesen beiden semantischen Räumen relativ einfach und konventionell ab. Es gibt eher so einen Hintergrund dafür. In einigen Details macht Carlos Wagner sehr, sehr feinfühlig, finde ich, sehr genau, mit sehr genauen Mitteln klar, was hinter den Situationen steckt, was daran nicht geheuer ist. Oder auch, wo die besondere Fähigkeit Jolantes, auch wenn sie blind ist, die Welt zu sehen liegt. Das hat mir gut gefallen. Aber wenn man schon einen ausgewachsenen Psychoanalytiker auf der Bühne hat, dann würde man natürlich schon gern wissen, an welchem Trauma leidet die Dame denn eigentlich? Was steckt hinter dieser ganzen Metapher? Das erfahren wir hier aber nicht. Im Grunde genommen wird nur ein, ich sag mal, ein interpretatorischer Hintergrund für die Oper geliefert. Aber sie wird eigentlich nicht richtig aufgeschlüsselt, sondern dann am Ende doch nur gut gestellt und gut dekoriert. Weiter kommt die Inszenierung nicht. Aber auf der Ebene fand ich sie ziemlich gut. Musikalisch fand ich es auch ziemlich gut.
Und ich hatte vor allen Dingen die Sängerin dieser blinden und dann am Ende sehenden Königstochter beeindruckt. Das war Adele Lorenzi Favart. Ich will immer Lorenzo Favart sagen, Entschuldigung. Adele Lorenzi Favart. Diese Tschaikowski-Soprane sind ja von einer ganz anderen Art, von einer ganz besonderen Art, sagen wir mal. Man möchte sie immer lyrisch nennen, das sind sie aber nicht. Sie brauchen trotzdem dramatische Power, die aber nie zu so einem Heroinenformat auflaufen darf. Und in diesem Fall, die Iolanta, die braucht auch unbedingt richtig schöne dunkle Register. Und die, damit ich es jetzt lerne, sage ich es gleich nochmal, die Adele Lorenzi Favart, die hat diese Register. Sie hat eine wunderschöne Höhe. Es gibt auch gar keinen Bruch zwischen der Höhe und der Tiefe. Das hat die alles ganz toll gesungen mit so einem lyrischen Grundton, mit großer Tragfähigkeit, mit richtig Power, wenn es dann mal leidenschaftlich wird. Das war ganz prima. Und ich muss auch sagen, auch sonst fand ich das Ensemble ziemlich gut. Ihr Geliebter, Vaudemont, das war Raga Edin. Und das ist so ein Tenor, ja, so ein richtiger, so ein richtiger italienischer Tenor, wollte ich gerade sagen. Nee, es ist eigentlich ein sehr weicher Tenor, sehr, sehr schön. Das Einzige, er ist ein bisschen sehr stolz auf seine Spitzentöne. Und das hat man diesmal gemerkt, ansonsten hat er die Rolle sehr gut gemacht. Und auch das übrige Ensemble war sehr, sehr gut, also mit einigen Abstrichen in einigen Bereichen, aber ansonsten sehr, sehr gut. Und der Dirigent Daniel Karlberg hat das sehr, sehr schön geleitet mit einem ganz wunderbar transparenten Orchesterklang, was ich bei Tschaikowski immer wichtig finde, also nicht zu diffus aufbrausend. Und das war schon eine richtig eindrucksvolle Vorstellung. Sie hat mir Freude gemacht. Wie gesagt, mit einigen Abstrichen. Aber wenn ich jetzt höre, dass da oben gesungen wird, verabschiede ich mich mal ganz schnell. Also Detlef Brandenburg sagt ganz leise Tschüss. Bis demnächst in einem anderen Theater.